Hallo ihr Lieben. Ja, ihr seht richtig, ich habe tatsächlich meinen Lesemonat August für euch. Ja, ich weiß, es ist September und ja, ich weiß, es ist Ende September, aber ja, es ging ja leider nicht anders, wie ihr vielleicht wisst, weil ja meine Bücher bei meinen Eltern waren und ich wollte sie euch ja gerne zeigen, wenn ich schon meinen Lesemonat mache. Deswegen tut es mir echt leid, dass es so spät ist, aber ja, immerhin kann ich ihn euch zeigen, ne? Ja, zunächst einmal zu der Statistik. Ich habe zwei Bücher zu Ende gelesen. Die habe ich also entweder dann im Juli oder sogar Juni angefangen gehabt und habe sie dann eben erst im August zu Ende gelesen. Sechs Bücher habe ich gelesen, also ganz, und zwei Bücher habe ich angefangen. Ja, das macht dann insgesamt 3112 Seiten und das sind am Tag ungefähr 100 Seiten. Ja. Ich habe keine Ahnung, ob das ein guter oder ein schlechter Lesermonat ist, muss ich ehrlich sagen, weil ich, keine Ahnung, ich habe mir die Statistik noch nie angeschaut. Ich habe früher auch noch nie sowas gemacht, also ich habe es mir früher nie aufgeschrieben. Das habe ich ja jetzt nur angefangen wegen YouTube. Da habe ich gedacht, vielleicht interessiert euch das, wie viel ich insgesamt gelesen habe. Aber ja, wir werden es ja sehen in den nächsten Monaten, ob das jetzt gut oder schlecht war. Aber ich muss sagen, also im September wird es wahrscheinlich schlechter aussehen. Denn ich habe bis jetzt nicht wirklich viel gelesen im September. Also ich hoffe, ich kann noch einiges nachholen in den nächsten Tagen, aber ich hatte halt sehr viel zu tun mit den Hausarbeiten in der Uni und ja, es ging leider nicht. Ich konnte leider nicht mehr lesen. Aber ich fange jetzt einfach vielleicht mal an mit den Büchern, die ich zu Ende gelesen habe. Das war einmal nämlich Der große Gatsby von Fitzgerald. Und ich habe eben dieses Format hier gekauft aus dem Diogenes Verlag, weil ich das einfach in meiner Tasche haben wollte. Also ich wollte tatsächlich den großen Gatsby in meiner Tasche haben und ich wollte ihn gerne mitnehmen und unterwegs immer wieder mal lesen, wenn ich Zeit habe. Also dann in der Straßenbahn oder im Zug. Und so habe ich es auch gemacht. Deswegen habe ich es auch erst im August zu Ende gelesen. Und ich fand das Buch wirklich wunderschön. Also wer es noch nicht gelesen hat bis jetzt, der sollte das unbedingt tun. Auch wenn das eigentlich eine klassische englische Literatur ist. Also ich habe es jetzt auf Deutsch gelesen, ja. Aber trotzdem sollte man das unbedingt gelesen haben. Also es ist jetzt nicht vergleichbar mit den deutschen Klassikern, die manche Schüler vielleicht abschrecken mögen, wie Emilia Galotti oder so. Das ist echt nicht vergleichbar. Es ist eine wunderschöne Schreibweise, die der Herr hier hat und wirklich traumhaft schönes Buch. Ich hatte eigentlich vorher den Film gesehen. Also das war jetzt hier eine Ausnahme. Normalerweise lese ich ja vorher die Bücher und gucke mir danach die Filme an. Aber in diesem Fall hatte ich den Film gesehen und im Film, in dieser neueren Variante mit Leonardo DiCaprio, da werden ja auch tatsächlich Teile aus dem Buch zitiert. Und ich fand die so schön, dass ich dann gedacht habe, ich muss dieses Buch tatsächlich auch lesen. Nicht nur den Film schauen, sondern auch das Buch lesen. Und der Film hat mich ja schon umgehauen und das Buch genauso. Also auf jeden Fall sehr empfehlenswert. Ich habe dem Buch 5 Sterne gegeben, weil es mir so gut gefallen hat. Ja. Das nächste Buch, was ich zu Ende gelesen habe, war Das Lächeln der Frauen von Nicolas Barrot. So sieht das Ganze aus. Und ja, ich hatte das geschenkt bekommen im Mai, glaube ich. Und ja, anfangs dachte ich, also als ich es hinten durchgelesen habe, habe ich gedacht, boah, das hört sich echt gut an. Soll ich vielleicht einfach mal vorlesen? Ja, vielleicht lese ich es einfach mal vor. Die Restaurantbesitzerin Aurélie hat Liebeskummer. Von einem Tag auf den anderen wurde sie von ihrem Freund verlassen. Unglücklich streift sie durch Paris und stößt in einer Buchhandlung auf einen Roman, der gleich in den ersten Sätzen nicht nur ihr Lokal, sondern auch sie selbst beschreibt. Natürlich möchte Aurélie den Autor kennenlernen, doch der ist leider sehr menschenscheu, erzählt der Lektor des französischen Verlags. Aber Aurélie gibt nicht auf. Ja, hört sich eigentlich ganz gut an, oder? Und vor allem der Titel, Das Lächeln der Frauen. Ich dachte, oh, das ist wirklich schön. Aber irgendwie komme ich mit diesem Nicolas Barrot-Schreibstil und dem ganzen Buch kam ich nicht klar. Also, es hat mich echt gelangweilt. Ach, ich weiß nicht. Habt ihr es zufällig gelesen und fandet es gut? Oder habt ihr vielleicht ein anderes Werk von ihm gelesen? Ich meine, er hat ja mehrere Sachen geschrieben und die meisten Cover sehen, glaube ich, auch so ähnlich aus mit dieser roten Jacke und so. Ja,
Vielleicht liegt es daran, dass es aus dem Französischen übersetzt wurde und vielleicht komme ich auch mit diesem französischen Schreibstil nicht klar. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, es hat mir echt nicht so gut gefallen. Ich habe mich da durchgequält und habe es dann im August zu Ende gelesen. Ja, und weil es einfach nicht mein Ding war, habe ich dem Buch auch nur, wie viele Sterne hat es denn? Ach so, ja. So 2 bis 3 Sterne habe ich ihm gegeben und ja, sagen wir mal mit einer Tendenz zu 3, ja. Gut gemeinte 3 Sterne, sagen wir jetzt einfach mal. Das nächste Buch, was ich gelesen habe, das hat mir sehr gut gefallen. Und das habe ich eigentlich für die Uni gelesen, für das nächste Semester, also fürs kommende Semester genau gesagt. Und zwar geht es dabei um Das bin doch ich von Thomas Glavinic, spricht man den, glaube ich, aus. Ich bin mir nicht sicher, aber das werde ich ja dann in der Uni merken, wenn wir es behandeln. Und ja, dieses Buch hat mir auch sehr gut gefallen. Also es ist ein autobiografischer Roman. Das heißt, der Erzähler heißt Thomas Glavinic. Also im Prinzip geht es um den Autor selbst, meint man zumindest. Also ich weiß nicht, ob es jetzt wirklich so sein soll. Also es ist so, es wird so beschrieben. Ich lese auch mal kurz vor, was hier steht. Ein Mann schreibt einen Roman. Der Mann heißt Thomas Glavinic. Und dieser Mann will das, was alle wollen, Erfolg. Er will einen Verlag, einen Preis, Geld. Was er hat, ist ein Manuskript, Kopfschmerzen und leider zumeist unerträgliche Mitmenschen. Ein Bericht über einen Besessenen, ein aberwitziges Spiel mit der Wirklichkeit, ein unglaublich komischer Roman. Und das beschreibt es tatsächlich sehr treffgenau, was hier passiert. Es ist wirklich sehr, sehr lustig. Und sich einfach mal diese Gedanken anzuhören von diesem Autor. Also ich weiß nicht, ich hoffe mal, dass er nicht wirklich so ist, wie er hier beschrieben wird. Ja, und wenn, ist es auch nicht schlimm. Ich meine, jeder ist, wie er ist, ne? Aber es ist wirklich sehr, sehr komisch und sehr witzig. Und ich freue mich, dass wir sowas in der Uni behandeln, denn das ist mal eine andere Art von Lektüre gewesen. Ja. Mit diesem tollen Roman habe ich muss gerade mal nachschauen, 4 Sterne gegeben, genau. Aber eher mit einer Tendenz zu 5, ja. Aber da ich dann noch das andere Buch für die Uni gelesen habe, was noch ein Tick besser war, hat es deswegen nur 4 Sterne bekommen, ja. Das nächste Buch habe ich auch für die Uni gelesen und dabei handelt es sich um einen älteren Roman. Also, nee, eigentlich nicht älter, aber ich denke, viele haben es vielleicht schon gelesen, weil eine Zeit lang war das ein Riesenhype um diesen Roman. Ich habe zumindest sehr viele Leute gesehen in der Straßenbahn und im Zug, die das gelesen haben. Und zwar geht es um Chick von Wolfgang Herrendorf. Und das hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. Kann ich auf jeden Fall auch weiterempfehlen. Wer es noch nicht gelesen hat, bis jetzt auf jeden Fall nachholen und lesen. Ein ganz toller Roman und vor allem der Schluss hat mir gefallen und der ganze Schreibstil ist einfach toll. Es kam mir vor wie so ein Film und vor allem der Schluss kam mir vor wie ein Film. Also wirklich ganz, ganz tolles Buch. Kann man auf jeden Fall empfehlen und ich glaube, selbst in der Jugendliteratur ist es zu finden, also auch für Jugendliche sehr zu empfehlen. Und ich habe Chick 4 bis 5 Sterne gegeben, aber mit einer Tendenz zu 5, also sagen wir eher 5 Sterne, weil es eben einfach mir so gut gefallen hat und mich sehr gut unterhalten hat. Als nächstes kommt dann mein Monatshighlight im August und das war dieses schöne Buch, das habe ich euch schon einmal vorgestellt, damals hatte ich aber das Buch nicht da. Da habe ich euch ja meine Highlights oder meine Favoriten, genau, ich habe euch meine Favoriten das letzten halbes Jahr ist, glaube ich, vorgestellt gehabt. Und da war dieses Buch dabei. Die statistische Wahrscheinlichkeit von Liebe auf den ersten Blick von Jennifer E. Smith. Und ja, viel brauche ich eigentlich dazu nicht zu sagen, denn ja, ihr hört es ja schon, es war mein Favorit des letzten halben Jahres und auch des Monats August. Und ja, deswegen hat es logischerweise auch 5 Sterne bekommen. Mit plus, 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 wie auch immer. Wunderschöne Geschichte, wunderschönes Buch, wunderschönes Ende. Kann man zum Träumen, zum Dahinwegträumen, kann man das auf jeden Fall empfehlen. Danach habe ich dann ein E-Book gelesen. Das war so ein E-Book für zwischendurch und da blende ich euch einfach mal hier das Cover ein. Das Buch nennt sich Nicht mein Märchen und ist von E.M. Tippetts. Ja, was soll ich sagen? Es war ein ganz unterhaltsames Buch eigentlich. Aber auch da habe ich mir, glaube ich, einfach zu viel versprochen, als ich gesehen habe, um was es geht. Es geht nämlich darum, also es steht, glaube ich, im Klappentext sowas Ähnliches wie, man soll sich vorstellen, Robert Pattinson würde in die Stadt kommen, in der man wohnt und würde sich in einen verlieben.
Und ja, wie das dann eben wäre, obwohl man eigentlich gar nicht diesen ganzen Star rummeln möchte und man damit eigentlich gar nicht klarkommt. Also so geht zumindest der Protagonist hin. Ja, ihren Namen habe ich wie immer natürlich wieder vergessen und ich habe das Buch jetzt natürlich auch nicht da, um nachzugucken. Aber naja, die Hauptsache ist, das Ganze klingt wahnsinnig spannend und wahnsinnig toll. Aber letzten Endes hat mir da irgendwas gefehlt. Ich weiß nicht. Da wurde nicht so wirklich Atmosphäre rüber transportiert. Also ich hatte nicht das Gefühl, ich wäre da irgendwie in der Geschichte drin oder so. Es hat mir einfach nicht so gut gefallen. Ich habe dem Ganzen auch nur 3 bis 4 Sterne gegeben. Ja, also es ist, wie gesagt, sehr unterhaltsam eigentlich. Für zwischendurch finde ich, ist es mal ein ganz tolles Buch und als E-Book war es auch relativ billig, wenn ich mich richtig erinnern kann. Ich glaube höchstens 5 Euro, ich weiß nicht mehr wirklich. Aber wenn ich mir das jetzt wirklich gekauft hätte, so als richtiges Hardcover-Buch, dann hätte ich mich wahrscheinlich schon ein bisschen geärgert, weil ich mir einfach zu viel versprochen hatte von dem Ganzen. Und letzten Endes war es nicht so gut, wie es da drin stand, weil die Protagonistin einfach tatsächlich, ich konnte die Protagonistin nicht leiden, diesen Charakter. Sie war irgendwie die ganze Zeit dagegen, dass dieser Filmstar ihr irgendwas gibt. Und wenn es auch nur ein Kaffee war, sie hat einfach immer so ein Riesending daraus gemacht, wo ich gedacht habe, das muss doch nicht sein. Wir haben es kapiert. Du willst dieses Tarummel nicht. Du willst für dich alleine sorgen. Okay, wir haben es verstanden. Aber nein, sie hat es immer wieder gemacht, bis zum Schluss. Und der Schluss war mir dann auch zu plötzlich. Ja, das Ganze war einfach nicht richtig durchdacht, würde ich sagen. Ja, das ist wahrscheinlich der Punkt gewesen. Und genau aus dem Grund hat es einfach auch nur 3 bis 4 Sterne von mir bekommen. Ja. Und jetzt kommen wir zu meinen Monatsflops. Ich habe 2 Monatsflops, naja, von den Büchern, die ich ganz gelesen habe, also nicht von denen, die ich jetzt nur beendet habe, wie zum Beispiel Das Lächeln der Frauen. Und zwar habe ich da einmal Rache von Sharon Osbourne gelesen. Und das Witzige ist, ich habe dieses Buch gesehen im Talia und es war eben ein Mängelexemplar, steht es hier irgendwo? Nee, steht nicht. Auf jeden Fall gab es es eben billiger, ich glaube für 5 oder 4 Euro, ich weiß nicht mehr. Und da mich die Geschichte auch sehr interessiert hat hier hinten, also ich lese es vielleicht einfach mal vor. Die Schwestern Amber und Chelsea haben denselben Traum. Die ganz große Karriere im Showbiz. Beide bringen die besten Voraussetzungen dafür mit. Sie sind attraktiv, talentiert und haben das gewisse Etwas. Als sie sich in L.A. um dieselbe Filmrolle bewerben, ist es vorbei mit der Freundschaft zwischen den Schwestern. Erbittert kämpfen sie um ihren Traum. Doch nur eine hat den gnadenlosen Ehrgeiz, den man braucht, um an die Spitze zu kommen. Und die wird sich durch nichts aufhalten lassen. Ja, klingt auf jeden Fall interessant, ne? Das Cover ist auch ganz toll, finde ich. Ich meine, so Rache und alles pink und dann diese pinken Boxhandschuhe, das hat mich schon sehr angesprochen. Und auch dieses ganze Hollywood, das wollte ich ja schon gerne wissen, wie es da so abgeht. Also ich meine, man hört ja viel, dass es schon ein ganz schlimmes Geschäft ist und so. Und dann habe ich es mir eben gekauft und ich habe das im Urlaub gelesen und habe es dann eben ausgepackt, habe angefangen zu lesen. Und dann bin ich hinten irgendwie drauf gestoßen auf dieses Bild. Und habe gedacht, Moment, die Dame kenne ich doch. Ja, das ist ja die gute Sharon Osbourne und ich hab das nicht gemerkt, dass sie das geschrieben hat. Beziehungsweise ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass sie es geschrieben hat, aber ich weiß es nicht. Ob es vielleicht ein Ghostwriter war oder so. Oder ob sie tatsächlich selber Autorin ist. Keine Ahnung. Auf jeden Fall war ich sehr erstaunt darüber, dass sie das geschrieben hat. Und wenn ich das vorher gesehen hätte, hätte ich es vielleicht gar nicht gekauft, weil ich bin nicht so der große Osbourne-Fan. Darf ich das so sagen? Ja, egal. Es hat mich auf jeden Fall ganz gut unterhalten, das Ganze. Es war interessant, mal nach in Hollywood so hineinzublicken, was da so abgeht. Natürlich geht es nicht bei allen so ab, aber ja, es war ganz interessant, es war ganz unterhaltsam, aber es war einfach nicht das gewisse Etwas. Und zwischenzeitlich war es auch relativ langweilig. Ja, deswegen hat es auch 3 bis 4 Sterne von mir bekommen. Und ja, war ganz okay. Aber ich werde es auf jeden Fall nicht nochmal lesen, denke ich. Dann das nächste Buch, das ich auch im Urlaub gelesen habe und das auch eher zu meinen Flops zählt im Monat August. Das ist dieses hier, mit Skalpell und Lippenstift von Alessia Gazzola, schätze ich mal.
Gazola. Auf jeden Fall ist das doch aus dem Spanischen, glaube ich, übersetzt. Oder nee, aus dem Italienischen, glaube ich, ist das übersetzt, das Ganze. Und ich weiß nicht, ob es vielleicht daran liegt, dass die in Italien eben so schreiben, wie sie schreiben, also diesen Stil haben. Und das eben dann so übersetzt wurde. Keine Ahnung. Auf jeden Fall hat mir der Schreibstil überhaupt nicht gefallen. Also wirklich überhaupt nicht. Damit kam ich nicht klar. Und ich habe mir das Ganze auch anders vorgestellt. Also es geht eigentlich um eine junge Dame, die nennt sich Alice Alevi. Sie ist Assistenzärztin der Rechtsmedizin. Und ja, eines Tages muss sie eben eine Tote untersuchen und stellt fest, dass sie diese Tote am Tag zuvor kennengelernt hatte. Also nicht so richtig kennengelernt, aber sie hat sie eben getroffen beim Shoppen und hat sich auch kurz mit ihr unterhalten. Und da war sie ziemlich geschockt, dass diese Person jetzt tatsächlich vor ihr auf dem Seziertisch liegt. Und da wollte sie natürlich rausfinden, warum die jetzt gestorben ist. Ja, letzten Endes kommt tatsächlich raus, wer der Mörder war. Aber bis es dahin kommt, also der Titel den fand ich halt sehr interessant, weil eigentlich bin ich nicht so der Thriller- oder Krimi-Leser. Und eben mit Skalpell und Lippenstift habe ich gedacht, oh, das hört sich doch mal nach einem guten Einstieg für mich an. Da ist so ein bisschen Lippenstift dabei, ne? Wisst ihr, was ich meine? Auf jeden Fall war es nicht so. Also es war, diese Skalpell-Sache war interessant, also diesen Mord aufdecken und so weiter. Aber diese Nebenthematik mit dieser Liebesgeschichte nebenher, die war ja mal todeslangweilig. Und die Protagonisten fand ich blöd, vor allem sie. Hier steht zwar, dass sie chaotisch und zart beseitet ist, aber dass es so schlimm ist. Und dann dieser Typ, den sie dann kennenlernt, der war mir sowas von unsympathisch. Ich habe die ganze Zeit gedacht, was willst du von dem? Lass ihn doch einfach. Der. Nee, nee, das. Ja, das waren auch nur 3 bis 4 Sterne, genau. So viel dazu. Jetzt sage ich dazu gar nicht. Ja, also so viel zu meinem Lesemonat August. Und demnächst werdet ihr dann auch den Lesemonat September natürlich sehen können. Den werde ich auf jeden Fall früher abdrehen, das verspreche ich euch hoch und heilig. Wahrscheinlich werden das nicht so viele Bücher sein wie diesmal, aber immerhin ein paar Bücher. So, und bis dahin wünsche ich euch auf jeden Fall noch schöne Lesetage und wir sehen uns dann das nächste Mal. Tschüss!